Ja, mir fällt hier irgendwie keine vernünftige Begrüßung ein, aber ich sag einfach mal ein freundliches Hi in die Runde. Last Exit 1988 ist zurück mit dem 8. Part des Let's Plays Newtopia. So, wir haben insgesamt 3 von 4 Medaillons gesammelt. Das bedeutet, in diesem Part werden wir probieren, das letzte Medaillon zu bekommen. So, müssen wir erstmal warten, bis wir hier alles wegbrennen können. So. Oh, wir haben hier nochmal ein paar Zelte. Ich glaube, hier war ja sogar schon. Im letzten Part. Okay. Ne, brauchen wir nichts mehr machen. Das heißt, ja, dass ich hier wieder zurück kann. So. Zack. Und dann gehe ich nach oben, weil wir müssen jetzt zum letzten Dungeon vor dem Endkampf. Und die Musik, die verheißt auch schon, dass die Kacke langsam am Dampfen ist. Dass wir ins Endgame kommen. So. Wir hauen hier ein paar Hände. Wir hauen den einen auf die Finger. Auf die Finger. Hoppala. So. Was haben wir hier? Okay, da waren wir auch schon. Das heißt, jetzt gehen wir aber mal so langsam weiter. Nach oben. Oder links. Und suchen den letzten Dungeon auf. Ich hoffe, dass wir uns hier nicht großartig verlaufen. Hoppala. Wir müssen wohl aufpassen. Bei den Spinnenweben kleben wir fest. Wie man hier sieht. Ich meine, wir können nicht wegfliegen. Das ist ja auch eine gute Geschichte. Oh, ich sehe gerade, wir haben wir haben einen Trank zu wenig. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. The Strangers Running South with a Girl. Okay. Wahrscheinlich wird hier auf Dörth mit der entführten Prinzessin angespielt. So. Südlich. Ah, was haben wir hier? Würmchen, hoppala. Auch wie aus dem ersten Teil. Ich jetzt einfach mal hier hin. Oh, was haben wir denn hier? Pharaonen. Oder was? Oh, feuerspuckende, einbalsamierte Mumien. Nee. Doch, keine Ahnung, was das darstellen soll. So, jetzt gehe ich erstmal hier rein. Ach nein. Mal gucken, ob wir das bei diesem Run auch direkt schaffen. Erstmal hier lang. Ja. Was haben wir denn hier? Das ist ja aber so ein richtiger. So eine richtige Sackgasse ist das. Aber wir werden erstmal hier alles killen. Was hier passiert? Oh, da passiert gerade was. 4 Statuen beginnen ja zu rütteln, so gesehen. Und ja. Da haben wir wohl den letzten Dungeon gefunden, mal ebenso. Jo. Ne, wir wollen nicht raus, wir wollen rein. Wir wollen da rein. Wir wollen auf jeden Fall da rein. Ah, okay. Okay. Ah. Haben wir noch genug Bomben? Jo. Ich glaube, Bomben werden auch hier unsere besten Freunde sein. Wir gehen aber mal nach links. Wow. 3 Schläge. Ah. Kann sein, dass das hier gesprengt werden kann. Oder auch nicht. Wir gehen jetzt nach oben. Und wir kriegen jetzt Zyklopen vorgesetzt. Okay. Da haben wir eine Bombe hin. Nix. Also wir sind hier wieder fleißig am Bomben verschwenden. So. Und jetzt gehen wir nach rechts. Und es ist dunkel. Oh. Na hoppala. Nach oben. Einfach mal machen. Ich habe da echt null Plan, wie ich hier richtig laufen soll. Okay. Eieieiei. Das war aber. Das war blöd. Jetzt haben wir hier diese komischen Drachen. Okay, jetzt nehmen wir erstmal einen anderen Gegenstand. Husch, verschwinde.
Ah, nicht in meine Richtung. Okay. Es ist gut, dass uns die Kreissäge hier nicht erwischen kann. Ja, da war ich schon. Ich sehe ihn da oben. Ach, die Wasserköpfe wieder. Das ist blöd. Ah. Hoppala. Ach, was mache ich denn da? Ich weiß doch genau, dass ich hier keine Blöcke verschieben kann. Solange die Monster hier noch leben. So, jetzt kann ich. Ding. Ah, es könnte sein, dass ich, dass ich rechts sprengen kann. Ich vermute es einfach mal. Ja, 20 Bomben kann man jetzt übrigens. Ah, können wir jetzt übrigens halten. 20 Bömmchen. Okay, guck mal, so ein bisschen Geld. Dann müssen wir so machen. Und die Schalter sind versteckt. Das ist aber schön. Das ist aber schön. Ah! Da bleiben. So. Gucken wir hier nochmal. Ansonsten gehen wir nach oben. Cool, wir haben wieder eine Bombe nicht unnütz verwendet. Und? Oh, wir haben jetzt schon den Schlüssel bekommen. Der ging aber schnell. So. Gucken wir hier nochmal. Bezüglich Sprengen. Ne, da ist finito. Okay, der Raum war dafür da, dass wir den Key bekommen. Und wir haben jetzt keinen Crystal Ball. Ach, wir haben ja schon den Bossraum. Wir könnten rein theoretisch, aber wir machen das praktisch nicht. Na, hoppala, Trollblöcke. So. Ja. Okay, hier haben wir schon mal den Bossraum. Der ist oben. Ah, blöd. So. Ne. Okay, wir waren jetzt da noch nicht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch den Crystal Ball finden. Was haben wir hier für einen Tipp? Goldene Rüstung kriegen wir hier. Okay, ja, das heißt, die Karte, die wird uns hier nicht helfen, das Ganze zu finden. Das heißt, wir müssen instinktiv bomben. Und dann, oh, Troll. Ne, Trolltruhe. Ah! Okay. Puh. Oh, sogar zwei. Da gehen wir erstmal nach oben. Ah, guck mal. Hm. Ja, erstmal hier das Herzchen kriegen. Wieder ein Herzchen. Ja, da dürfte eigentlich klarer Fall sein. Oder auch nicht. Sackgasse. Ich wollte schon sagen. Also. Das wäre jetzt ja gewesen. Guck mal, hier haben wir wieder eine Truhe. Okay. Medizin. Ja, gut. Alles gut. Schön. Und hier rüber. Und? Bumm. Jo. Also hier sind erstaunlich viele Wände, die wir freisprengen können. Cool. So. Hier auch, oder? Jo. Ja, das ist schon mal gut. Jetzt sauge ich hier genau in Viecher rein. Ey, da ist er bescheuert. Okay. Und in diesem Dungeon bekommen wir auch den dritten Teil der benötigten Rüstung gegen Dörf. So. Gucken wir mal. Ne. Lassen wir halt auch erstmal sein mit dem Rumbomben. Die haben wir, glaube ich, schon. Ja, in alle Richtungen. Das heißt, wir gehen jetzt da unten. Oh, oh, oh. Wieder die Wolken. Ah. Eieieiei. Ah.
meine, schön, dass wir schon mal den Schlüssel haben. Ja. Geh ich nach links. Okay. Mhm. Versuchen einfach mal jede Wand. Da ist nix. Mal hier runter. Oh, jetzt kriegen wir wieder Zyklopen-Action. Ah, eventuell wittert was hier. Nee. Okay. Oh, oh. Das war knapp. Oh Mann, wenn wir von der Keule getroffen werden, dann sind wir ein bisschen paralysiert, so ein paar Sekunden. Ganz wichtig zu wissen. Also ganz nützlich zu wissen. So. Hallo. Okay. Mhm. Gucken wir mal hier. Ne. Okay. Ja, hier nach unten gehen wir jetzt auch nicht mehr. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Hier haben wir wieder so ein paar Viecher. Aber nicht mehr viele. So. Sehr gut. Okay, jetzt können wir wieder gucken. Schieberätsel. Schieberätsel. Ja. Bringt wieder nichts. Okay. Ja, hier könnte eine Wand sein zum Sprengen. Das ist sehr komisch. Hätte aber sein können. Ja gut, dann gehen wir jetzt nach rechts. So, dann sind wir einmal im Kreis gelaufen. Mhm. So, jetzt gehen wir einfach nach rechts. Ne? Also hier von Anfang an. Hm. Pilzköppe. Die machen wohl hier so komische spuckende Sporen, verschießen die. Ich weiß noch nicht mal, ob wir die abwehren können mit dem Schild. Ja, hier könnte auch wieder was zum Sprengen sein, aber ich denke nicht. Nee. Okay, dann gehen wir hier rein. Oh oh. Ah, Trollblöcke, Trollblöcke, Trollblöcke. Ist natürlich gut aufpassen. Boah, ist das eine Scheiße mit dem Viechern. Scheiß Zyklopen. Geht ein Zyklop zum Augearzt. Ah. Mann. Hm. Natürlich blöd. Ah. Ich glaube, hier brauchen wir nichts machen. Nö. Wo gehen wir lang? Wir gehen jetzt nach oben oder nach... Wir gehen erstmal nach oben. Da wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Erstmal so ein bisschen Struktur. Wir bewegen uns von links unten nach rechts oben. Das ist einfach die beste Methode. So, hier schießen wir einfach mit dem Stab. Irgendwann sind die schon platt. Okay, so also ein bisschen Energie. Ah, guck mal, hier könnte wieder eine Wand sein. Nee, wieder nicht, das ist doch nicht normal. Hm. Okay. Hier vielleicht? Womöglich? Ja, sogar. Tatsächlich sogar. Mann, geh doch zurück. Ah. Ne, ist leider nicht mehr stark genug, der Stab. Ja, genau, komm lieber hier hin.
Oh, ich lasse mich auch immer einmal treffen, mindestens, ne? Ah, da muss ich gerade mal gucken. Ja, und schon habe ich meine Tränke beide verbraucht. Mann. So, jetzt gehe ich nach rechts. Ich will wenigstens. Wow. Paum. Bumm. Paum. Pion. 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 Haha. Ja, hier auf die Viecher passe ich gut auf. So, okay, hier ist. Ich gehe mal nach rechts. Also da muss ja irgendwie irgendwas sein. Ja, super. Jetzt muss ich hier hin. Da muss ich von hier aus. Ja, zum Glück kann ich die Feuerbällchen abwehren mit dem Schild. Scheiß auf die 50 Goldstücke da jetzt. Bin froh, wenn ich hier erstmal hier fertig habe. Ah, komm in meine Reichweite. Jawohl. Arschloch. Ah, ich bin ja mal so paranoid und probiere das mal. Paranoia mal gerechtfertigt, würde ich sagen. Oh nö. Sensenmänner. Okay, wenigstens mal einmal treffen, bevor wir. Mann! Okay. Okay, immer mit der Ruhe. Zwei haben wir noch. Okay, einen haben wir noch. Na hoppala! Ja gut, das hätte ich vielleicht jetzt nicht machen brauchen. So, weg damit. Zack. Schön wegpusten hier auf gut Deutsch. Ja. Zwei wegsprengbare Wände. Erstmal nach links. Okay, da ist mein Schema doch nicht so erfolgreich verlaufen, wie ich das vorhatte. So. Na, nicht spinnen. Was machst du? Okay, ja, gehen wir noch nach links. Okay. Ah, was mache ich denn da? Ich muss doch erst alles killen hier. Ja, ist blöd. So, jetzt kommen wir aber rüber. Ja, ist hier vielleicht eine Wand zum Aufspringen womöglich? Nö. Können wir hier runtergehen? Ne, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Okay. Ja. Wir werden jetzt erstmal vorsichtig nach vorne uns ja hervortasten, um zu gucken, dass wir hier nicht an einem Trollblock, der uns womöglicherweise niedersticht, gehen. Okay. Und Boombombs. Schön. Naja, wenigstens ein bisschen hier aufgefüllt. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier vielleicht auch direkt sprengen können. Zack. Zack. Und zack. Ne, ich glaube nicht. Ne. Der Raum war rein dafür gedacht, um uns Bomben zu spendieren. Nicht so lahmarschig, Kollege. Nicht so lahmarschig. Wenn du jetzt weiter so gehst. Okay, habe ich hier schon versucht? Ich glaube ja, aber egal.
Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ach, blöd. Ja. Eieieiei. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Okay, da haben wir jetzt wieder eine Truhe, aber ich hoffe mal. So, ich hoffe mal, dass die technische Panne jetzt behoben ist. Ja, was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir hier vor? Also. Schnell. Schnell sein auf jeden Fall. Schnell sein ist gut. Und? Goldrüstung. Schön. Wir haben jetzt auf jeden Fall alle Gegenstände bekommen, um ja, um den Bosskampf zu anzusteuern halt. So, hier geht schön weg. Aber ich habe den Crystal Ball nicht bekommen. So, mal gucken hier. Oh, hier wird wieder dunkel. Ja, das ist mir jetzt gerade egal. Raus, raus, raus. Ja, hier müssen wir leider wieder. Jetzt haben wir auf jeden Fall alle Teile der wichtigen Rüstung. Alle Teile der legendären Rüstung am Start. So, eigentlich könnten wir jetzt uns auch töten lassen, aber ich möchte gerne noch den Crystal Ball haben, bevor wir hier bevor wir den Bosskampf machen. Mann, komm da oben! Arschloch, komm da oben! Ja, komm nach unten. So. Ja, gehen wir nochmal nach unten. Hier waren wir nämlich noch nicht. Okay. Wow, Alter. Wow. Wow, 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 wow. Super. Das heißt, irgendwo, wo eine Lücke ist, müsste dann der Crystal Ball sein. Okay. So, dann machen wir das so. Okay, damit ist die Frage geklärt, ob das, ob die Sporen abwehrbar sind. Die sind's. Ja, jetzt gehe ich mal lieber nochmal vorsichtshalber zwei Tränke holen. Muss ich zwar wieder raus und alles. Und da wir die Crystal Ball nicht haben, müssen wir den ganzen Mist doch mal laufen. So, wir sind wieder zurück im Dungeon. Wir haben uns auf jeden Fall eingedeckt mit Tränken und allem drum und dran. So, und jetzt gehen wir einfach mal, wie uns das Herz begehrt. Wie es uns beliebt. Ich gehe einfach mal nach, gehe ich nach links? Ich gehe nach links. Weiß gar nicht, ob das jetzt wieder richtig ist. Aber wir gehen jetzt schnurstracks zum Boss hin. Deshalb wird das schon irgendwie richtig sein. Ja gut, jetzt müssen wir natürlich hier wieder alles killen. Zyklopen killen.
Na. Mann! Da können wir auch nicht in eine andere Richtung gucken. Wir sind dann paralysiert und schauen starr in eine Richtung. So. Ah. Okay, ab nach oben. Oder, ja, ich bin mir nicht sicher. Meine Güte. Trollblöcke. Okay, jetzt habe ich wieder ein Problem. Wo ist das? Wo ist der Scheiß? Boah, einfach nach oben jetzt. Ist mir egal. Bevor ich hier wieder irgendwas verkacke. So. Ach Mann, ich muss mich nur treffen lassen. Und nicht mal von der Keule, sondern von den Zyklopen selber. Dann bin ich schon gelähmt. So. Zack. Hinweg, hinweg, hinfort. Man wehe mir diese... dieses niedere Gewürm vom Hals. Okay. Aha. Gehen wir da einfach mal. Ach, guck mal, wir können da einen nach oben gehen. Haben wir einen Raum übersehen. Auch nicht schlecht. War da eine knappe Scheiße. Bom. Bom. Und jetzt ist natürlich die Scheiße. Wo ist der scheiß Bossraum? Ah, ich glaube, ich bin da gänzlich falsch. Ah, fahren wir mal da links. Ah, wenigstens ein bisschen Energie zurückbekommen. Auch schön. Ach man, diese blöden Kackidioten hier. Mann, 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 Mann. Okay, okay. Stimmt, da war ja was. Nein, so drüber. Bitte. Komm, da muss doch jetzt mal. Da muss doch jetzt mal der richtige Raum hier sein. Nee, scheiße, war der falsche. Okay, hier Bomben zu verschwenden ist auch blöd. Ah, wieder nach unten. Ja. Schnell hier zur Seite. Lässt sich auch nichts wegbomben. Ja, klar, natürlich. Na klar. Na, wenigstens kriege ich noch ein paar Bomben. Wenigstens muss ich ja aber nicht mehr neue Bomben verbrauchen. Das heißt, mehr Bomben verbrauchen, als es neu aufspringen. So meine ich das. So war, glaube ich, der hier. Yep. So. Jetzt gehe ich da mal weiter nach links. Oder? Oder nicht. Oder nett. Hm. Naja. Mein Gott. Ich bin ja so ein bisschen im Zugzwang hier, habe ich das Gefühl. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht schon wieder irgendeinen Bock schieße.
hier hin oder auch nicht. Nee, lass mal lieber. Aber das sieht aus, ob wir da sprengen können. Und tschüss. Und da haben wir eine Truhe. So, gucken wir mal. Ja, Falle. Und da haben wir den Crystal Ball gefunden. Wahnsinn. Oh, es ist aber trotzdem nicht, wo der Boss-Eingang ist. Da müssen wir wohl oder übel die Viecher hier killen. Schon fast wieder gepackt. Boah. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Da gehe ich nach oben. Nee, lass mal lieber. Da links. Auch nicht. Das war irgendwie, wo es nach oben ging. Nein, bloß nicht, ey. Okay, das brauchten wir. Das heißt, wir gehen jetzt wieder vom Eingang aus. Ein paar Herzchen wären schön. Bomben. Jetzt brauche ich auch keine Bomben mehr. So, ich keine mehr brauche, droppen die en masse. So. Ach man, immer diese blöden Zyklopen. Okay, ja gut, dann machen wir das jetzt mal so. Ah, da sind ja noch humane Viecher hier, humane zu besiegende Viecher, die uns sogar so ein bisschen Energie spenden. Okay, das heißt, wir müssen jetzt nach rechts. Na, hoppala. Aufpassen, ne? Okay. Und durch die Goldrüstung fangen wir jetzt hier wohl auch noch Angriffe viel besser ab als vorher. So. Ja. Aufpassen, Trollblock. Okay, diesmal mache ich aber den Fehler nicht und gehe direkt nach rechts. Dafür mache ich einen anderen Fehler. Oder auch nicht. Vielleicht ist ja mal hier ein bisschen Erleuchtung am Start. Wenigstens brauchen die Viecher nicht mehr 4 Treffer. Ah. So, dann gehen wir nach links und dann nach rechts. Na, wo ist denn jetzt der blöde Bossraum, ey? Mann, dadurch zieht sich der Part natürlich mal wieder schön in die Länge. Nee. Ja, eigentlich müsste ich zwar nach links, so von der Sache her jetzt, ne? Hoch. Ja, stimmt, ich habe ja hier schon alles frei. Nee, da war ich glaube ich sogar schon. Im Grunde, dass ich jetzt irgendwie komplett nach links komme. Hoppala.
Okay, die wollten wir aufhaben. Boah, ich laufe hier total im Kreis. Das gibt's doch nicht, ey. Nee, diesmal machen wir dann so. Wir gehen wieder nach links. Okay, das war gut. Der war gut. Der war tatsächlich sogar sehr gut. Nur du müsstest jetzt mal hier in meine Richtung kommen, weil ich jetzt bestimmt nicht nochmal da durch. Vergiss es. So. Da links. Darüber. Dahin, dahin. Dahin. Und ach mein Gott. War ich nicht hier? War ich hier nicht schon? Boah, das ist der Dungeon des Backtrackings, ey. Nur am Backtracken hier. Ich glaube, Takt. Und hier nach oben. Ja. Ich setze jetzt mal meine Hoffnung darin, dass es da oben ist. Okay. Brauch nur einen Wasserkopf. Na komm. Ah. Okay. Ah. Da war wieder die Trolltruhe. Das war nämlich. Warte mal, hier war auf jeden Fall. Hier war auf jeden Fall nichts, ne? Nochmal probieren. Nö. Ach, das ist doch blöd, ey. Das ist doch Blödsinn. Was für ein Blödsinn hier. Na, unten. Oh, oh, oh. Ne, das machen wir nicht. Da bringt sowieso nichts. Ne, auch nicht. Ach, das ist doch bekloppt, Alter. Wo ist das denn? Ah, stimmt, ich muss ja wieder schieben. Ja, ich weiß, ich habe wieder wenig Energie. Die werde ich auch gleich heilen. Sobald ich vom Boss raum bin, wenn ich nicht vorher schon abgeschmiert bin. Okay, na komm. Hüpf rüber. Ne, da war ich schon. Ist die Trolltruhe. Ach nein, ich schon wieder. Ich möchte aber mal wissen, wie ich da in diese Scheißräume reinkomme. Da muss er irgendwie, muss er doch. Hau ab! Einfach mal sprengen. Nö. Nö. Okay. Nach hier hin? Ach nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder.
So, schnell hier hin. Die Wasserköpfe, die sind nicht so schlimm wie die scheiß Zyklopen. So, dann kommen wir rüber. Komm. Put, put, put. Raum. Lass mal hier die Viecher erledigen. Ah, Mann! Okay, ja. Da werden wir jetzt erstmal schön ein Safe State setzen. Definitiv. So. Und dann gucken wir mal, was wir hier für einen Boss haben. Okay. Das sieht aber ein bisschen scheiße aus. Okay, der muss sich aufmachen. Der öffnet, der muss sich öffnen. Den können wir auch per Feuerstab bequem angreifen. Boah, der sieht aber ein bisschen hektisch aus hier, der Kollege. Mann! Hau ab! Okay, Schwert ist natürlich stärker, ganz klar. Okay, nochmal eine Runde. Ich verbleibe mal lieber hier oben in der Ecke, oder auch nicht. Aber machen wir mal, gucken wir einfach mal, so ein bisschen Himmelfahrtskommando machen. Versuchen, sobald der... mitgehen in die Zwischenstellen hier. Mann! Und diese blöden Kackdinger, ne? Ich glaube, ohne die Rüstung wäre ich schon längst platt. Okay. Puh. Der war aber ziemlich hartnäckig. Sorfloid. Und somit nehmen wir uns den... Ach, wir haben hier Prinzessin Kea. Okay, östlich von hier. Mhm. Okay, ach, ich dachte schon, ich müsste jetzt nochmal zum Na. Ich müsste noch da Medaillon suchen. Auf jeden Fall haben wir jetzt Prinzessin Kea befreit. Jetzt machen wir erstmal hier wieder ein bisschen Blatt. Bisschen. Viecher platt. Ja. Und wir haben jetzt die Voraussetzung erfüllt, um gegen Dearth anzukämpfen. Aber jetzt erstmal zum nächsten Safe Passwortpunkt gehen. Und da unten war nur die Flamme, unten links. So. Nein, will ich nicht. Ich will kein Passwort haben. Meine Güte, ey, war das ein Scheiß. So. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal meinen Part beenden, den Part hier beenden, den Part 8. Ja, da möchte ich auch den Sonntagabend gebührend abschließen, das Wochenende gebührend abschließen. Ich würde einfach mal sagen, genießt den Part und dann könnt ihr das ganze Spielchen kommentieren, abonnieren. Nur nicht onanieren wollen wir nicht. Dann sagen wir bis demnächst. Passt auf euch auf, wascht euch immer die Hände und lasst die Hände über der Bettdecke. Bis bald, euer Last Exit 1988. Tschüss.